Mikey, das ist meine Pizza. Hey YouTube, es ist Zeit für Fast Food. Mein Name ist Matthias und das ist Stay Hungry Fast Food Review. Ich bin heute für euch bei Pizza Hut in Fürth, um deren neue Super Cheese Cheesy Bites Pizza für euch zu testen. Und da ist sie. In einer wunderschönen Pappverpackung. Nur für mich und für euch. Aber ihr bekommt nichts davon, weil ihr vorm Computerbildschirm sitzt. Oder vom Handy. Oder vom Tablet. Das nenne ich mal eine Pizza. Scheiße. Schaut euch das an. Ich habe Pepperoni-Lovers genommen. Ich wollte so authentisch wie möglich das Ganze gestalten, also amerikanisch. Auf der Pizza seht ihr hier diese Cheese Bites. Die sind mit 4 verschiedenen Käsesorten bestreut. Das heißt Gouda, Parmesan, Mozzarella und Cheddar. In den Cheese Bites selbst ist Mozzarella drin. Auf der Pizza, klar, die normale Tomatensauce, Mozzarella und dann eben die Peperoni-Würste, was Rindfleisch ist. Hier haben wir unseren kleinen Tisch für Zwerge. Den tun wir mal auf Seite. Wer mag Pizza mehr als die Turtles? Nur ich. Sie ist wunderbar heiß, frisch aus dem Ofen gekommen. Ich war davor gestanden, wie er sie verpackt hat. Das seht ihr jetzt hier gleich in dem Bild. Also die ist wirklich frisch für mich gebacken. Hier sieht man nochmal die ganze Pracht. Der knusprige Boden. Wow, schaut euch das an. Weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber da ist unfassbar viel Öl. Mmh. Hier haben wir die Cheesy Bites. Die Peperoni-Wurst. Und den Käse. Ich bin jetzt mal so frei und fange von hinten an. Es ist einfach die beste American-Style-Pizza, die es in Deutschland gibt. Mal ein Stück von vorne probieren. Wow, also die Peperoni-Wurst ist saumäßig gut. Die Cheesy Bites sind knusprig und innen drin der Mozzarella ist schön weich. Obendrauf den Käse schmeckt man recht gut, also den Parmesan schmeckt man recht gut raus. Es passt einfach total gut zusammen. Wer auf fettige American-Style-Pizza steht, der ist hier genau richtig. Der ganze Spaß kostet 17,90 Euro. Der Dip ist inklusive. Danke dafür. Versuchen wir das Ganze mal mit Dip. Boah. Wenn ihr den Geruch hier drin mitkriegen würdet, was in meinem Auto gerade abgeht. Ich will nie mehr raus. Machen wir mal einen Cheese Bite ab. Tauchen ihn mal schön da rein. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber die Cheese Bites, die sind so richtig schön knackig, crunchy. Oh, das macht richtig schönes Geräusch in den Ohren. Wunderbar. Genau so soll es sein. Die Super Cheese Cheesy Bites Pizza gibt es im Moment nur für kurze Zeit bei Pizza Hut und auch nur bei teilnehmenden Restaurants. Die Liste der teilnehmenden Restaurants verlinke ich euch unten in der Infobox. Kommen wir zur Bewertung. Die Super Cheese Cheesy Bites Pizza von Pizza Hut bekommt von mir 4 Bärte. 1, 2, 3, 4. Pizza Hut, das war der Hammer! Wer auf so eine Art Pizza steht, also American Style, mit viel Teig und mit viel Käse und Soße und Belag, und knusprigen Rand, der ist da genau richtig. Die Cheese Bites sind so wahnsinnig knusprig und lecker. Ich kann euch empfehlen, die Pepperoni Lovers zu nehmen. Wer auf diesen würzigen Geschmack von so einer Pepperoni-Wurst steht, fährt da absolut top mit. Im Preisvergleich, also was kann sie und was kostet sie,
ist es natürlich schon ein Hammer. Also 17,90 Euro für so eine Pizza. Nichtsdestotrotz, von meiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie gesagt, 4 Bärte. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, gebt mir einen Daumen hoch. Teilt es allen euren Freunden mit. Abonniert meinen Kanal. Da unten in der Ecke ist mein Logo. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr mich abonnieren. Ihr findet mich natürlich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Wenn ihr mögt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann mal, bis dann mal. Stay hungry. Danke fürs Zuschauen. 1000 Mal muss man hier umparken, ey. Überall Böse. Ugh.